Kumineivel traf den Chef der Armee, Korpskommandant Süssli, nach seinem Truppenbesuch. Welchen Eindruck hinterließ die Truppe bei Ihnen? Einen sehr motivierten Eindruck gewonnen. Die Truppe, die weiß, für was sie Dienst leistet. Das spürt man, das motiviert. Und was mich auch beeindruckt hat, ist die Professionalität, mit der vorbereitet wurde, mit der geplant wurde, aber jetzt auch durchgeführt wird. Was beeindruckt Sie am meisten? Das Gesamtsystem Armee, wie das funktioniert, bestehend aus Luftwaffe, mit den Transporten, die Militärpolizisten, aber natürlich auch die Logistik im Hintergrund, das Gesamtsystem, wie das zusammengreift und dann die Leistung erbringt. 2020 sagten Sie schon, wir leben in einer immer gefährlicheren Welt. Wie wichtig ist das WEF dieses Jahr? Die Welt ist noch gefährlicher geworden als vor 2 Jahren. In der Zwischenzeit hatten wir eine Pandemie. Wir haben einen Krieg am Rande von Europa. Das WEF ist wichtig geworden als Plattform für den Austausch und wahrscheinlich noch wichtiger geworden und wird vielleicht sogar noch wichtiger in Zukunft. Ebenfalls 2020 sagten Sie, die Armee müsse Herzen bewegen. Ist dieser Slogan immer noch wichtig? Die Armee muss Herzen bewegen. Es muss uns gelingen, mit der Armee wieder in das Zentrum, in das Herz eben der Bevölkerung zu kommen. Das ist wichtig geblieben. Ich spüre aber auch, dass die Motivation der Truppe hier ansteckend ist und dass wir so Herzen tatsächlich gewinnen. Und zu guter Letzt, welche Botschaft würden Sie an die Truppe richten? Ich möchte danken für den Einsatz, für das, was Sie hier tun. Und wenn man das so anschaut, im Gesamten, was auf der Welt passiert, ist es sogar ein Beitrag zur Verständigung, zur Kommunikation, den Sie hier leisten.